Streitschlichter? Wart ihr schon mal bei einem Streitschlichter? Nee. Was ist das? Die verhindern, dass man sich streitet. Und wollt ihr auch Streitschlichter werden? Ja. Ich möchte gern Streitschlichter werden. Ich wäre gern ein Streitschlichter. Okay. Wir sind hier bei Frau Rannenberg, um mir einfach Fragen zu stellen. Okay, Frau Rannenberg, haben Sie Streitschlichter in Ihrer Klasse? Ja, ich habe Streitschlichter in der Klasse. Das ging in der 4. Klasse los. Im Sachkundeunterricht konnte ich die Kinder begeistern dafür, sich zum Streitschlichter auszubilden. Und sie haben es in ihrer Freizeit gemacht, durchgehalten, nicht alle haben durchgehalten und sind am Ende dann belohnt worden mit einer bestandenen Prüfung. Und die schicken orangen Jacken sind ja dann zu erkennen, dass ihr Streitschlichter jetzt seid. Okay, Frau Rannenberg, vertrauen Sie den Streitschlichtern? Ja, ich vertraue den Streitschlichtern. Sie machen ihren Job in den Mittagspausen ganz toll. Ihr seid zu erkennen an den orangenen Westen. Hinten steht drauf Streitschlichter. Und ganz besonders kleinere Schüler wenden sich ja an euch. Und wenn ihr die Probleme, die dort sind, nicht lösen könnt, dann kommt ihr ja zu uns. Das finde ich ganz toll. Dankeschön, Frau Rannenberg. Gern geschehen. Weißt du, wo die Streitschlichter sind? Ja, da. Wir sind die Streitschlichter. Hallo, ich bin Emilia und erkläre jetzt die 6 Phasen der Streitschlichtung. Die erste Phase ist, ich bitte Sie in den Raum hinein. Dann stellen wir uns vor und dann erkläre ich die Regeln. Die zweite Phase ist, ich frage jede Person einzeln ab, was passiert ist. Dann frage ich sie nach ihren Gefühlen, wie sie sich gefühlt haben. Das ist jetzt die schwierigste Phase. Ich muss herausfinden, wie der Streit entstanden ist. Jetzt gucke ich in die Zukunft und frage sie, was sie für Vorschläge haben, um es zu verbessern. Und dann machen wir einen Vertrag und gucken, wie es gelaufen ist. Es geht eigentlich nicht darum, in diesem Projekt Konflikte abzuschaffen oder Streit zu vermeiden. Es geht darum, wie gestritten wird. Und die Kinder sollen hier lernen, wie man konstruktiv mit Konflikten umgeht. Und die Streitschlichter bei uns lernen das, diesen Prozess zu moderieren. Also im Mittelpunkt steht einfach die Methode, einen Streit zu schlichten. Unsere Streitschlichterausbildung hat fast ein halbes Jahr gedauert. Es gab auch schwierige Phasen, aber wir alle hier haben es gut hinter uns gebracht. Und wir sind jetzt stolz, Streitschlichter zu sein. Ich bin Streitschlichter geworden, weil ich anderen Kindern helfen möchte, ihre Probleme zu lösen. Was wünschen Sie sich für das Miteinander an unserer Schule? Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass alle Freude an der Arbeit haben. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Wie funktioniert denn die Bewältigung mit dem Streit an unserer Schule? Ja, ich glaube, das ist einfach Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Ja? Streit gibt es immer zwischen Schülern und Lehrern, zwischen Schülern und Eltern, oder? Doch, ne? Zwischen den Lehrern und Eltern. Aber Streit ist ja etwas nicht unbedingt Schlechtes. Ja? Eine gute Streitkultur ist etwas, was ganz wichtig ist und daran arbeiten wir ab Klasse 1 mit Projekten. Dann haben wir die ganze Streitschlichter-Ausbildung bei uns. Nicht? Und wie wir vorhin schon sagten, unser Leitsatz. Nicht? Wichtig ist immer, dass zwei Menschen, die einen Streit haben, aufeinander zugehen und den friedvoll miteinander austragen. Nicht? Eine Brücke bauen. Ja?
sodass keiner verletzt aus der Situation herausgeht, sondern alle wieder ihren Tag weiter genießen können. Mein Name ist Friederike. Und wie heißt ihr? Mein Name ist Linda. Und meiner ist Kevin. Wir erklären erstmal, was Streitschlichtung ist. Wir suchen nach einer Lösung zwischen euch Streitenden und bauen eine Friedensbrücke auf. Es gibt hier drin auch Regeln. Wir lassen uns ausreden. Wir reden sachlich miteinander. Und hier drin gibt es keinerlei Beleidigungen. Wir Streitschlichter sind neutral, das heißt, wir sind nicht nur auf deiner Seite, Linda, wir sind aber auch nicht nur auf deiner Seite, Kevin. Und was hier besprochen wird, wird nicht aus dem Raum verschwinden. Wir möchten jetzt von jeder Sichtweise von euch wissen, was passiert ist. Wer möchte anfangen? Ich. Also es war Kuchenbasar. Da gab es tollen Kuchen, von dem aber nur noch wenige Stücke. Es standen aber noch so viele vor mir, so auch Kevin. Als er seinen Kuchen hatte und gehen wollte, wollte ich mir seinen Platz erobern. Da bin ich ihm wohl auf die Füße getreten. Er hat einen Affenaufstand deswegen gemacht. Bitte höflich sprechen. Und mich vor allem total beleidigt. Das fand ich nicht schön. Danke. Ich wiederhole mal. Es war Kuchenbasar und es gab einen tollen Kuchen. Aber vor dir standen noch sehr viele. Und Kevin stand sehr weit vorne, der hatte seinen Kuchen und als er weggegangen ist, wolltest du seinen Platz erobern. Ja. Dabei bist du ihn aber auf den Fuß getreten und er hat einen riesigen Aufstand gemacht. Genau. Und sein Kuchen ist runtergefallen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Linda, war es dir eigentlich wichtig, den Kuchen zu bekommen? Ja, das war mir sehr wichtig. Nun Kevin, bist du dran. Erzähl mal aus deiner Sichtweise, was passiert ist. Also, ich stand am Kuchenverkauf. Ich hatte meinen Kuchen. Und dann wollte Linda vordrängen und meinen Platz einnehmen. Und dann ist sie wie ein Elefant voll auf meinen Schuh getreten. Bitte höflich sprechen. Wie ging es dir denn dabei? Was ging dir durch den Kopf? Das waren auch noch meine neuen Turnschuhe. Die waren sehr teuer. Und ich durfte sie nur anziehen, weil ich meiner Mutter versprochen habe, dass sie nicht dreckig werden. Und jetzt habe ich einen fetten Schuhabdruck drauf. Hol erstmal tief Luft, Kevin. Und ich fasse noch einmal zusammen. Es war Kuchenbasar und als du deinen Kuchen hattest, bist du rausgegangen. Und Linda ist dir aber auf deine neuen Turnschuhe getreten. Und du hattest deiner Mutter aber versprochen, dass sie nicht dreckig werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Linda, hast du gewusst, dass Kevin nur so sauer auf dich war wegen seinen Schuhen? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, er beleidigt mich nur, um vor den anderen der Coolere zu sein. Ich wurde schon oft beleidigt und irgendwann ist auch Schluss. Kevin, hast du denn mitbekommen, dass Linda wegen dir traurig ist, weil du sie beschimpft hast? Nein, ich dachte, das verträgt sie schon. Okay, jetzt gehen wir einen Schritt auf die Friedensbrücke zu. Ich gehe mal anschreiben. Was wünscht ihr euch? Linda? Ich möchte nicht mehr beleidigt werden. Und ich wusste ja nicht, warum Kevin so wütend auf mich ist. Und seine Schuhe, die kann ich ihm ja putzen. Halt, stopp! Das könnt ihr nachher gleich machen. Kevin, was wünschst du dir von Linda? Ich wünsche mir, dass Linda ein bisschen rücksichtsvoller ist. Okay, ich fasse mal zusammen. Linda, du putzt die Schuhe für Kevin. Und Kevin entschuldigt sich bei dir. Seid ihr einverstanden damit? Ja. Entschuldigung. In ein paar Tagen fragen wir euch nochmal, ob ihr euch an die Abmachung gehalten habt. Ist das in Ordnung? Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Kommt zu uns, wenn ihr Probleme habt.
Sprecht uns doch ruhig an. Probiert es doch einfach mal aus. Traut euch! Kommt zu uns zu den Streitschlichtern. Wir klären eure Probleme. Und vielleicht gibt es, wenn wir eine Lösung gefunden haben, auch ein Streitschlichterstückchen. Now listen, I think you and me have come to the end of our time. What you want, some kind of reaction? Well, okay, that's fine. Alright, how would it make you feel if I said you never made me come? In the year and a half that we spent together.